Ja, stimmt, 9 haben wir ja noch, ne? Also jetzt nicht mehr 9, jetzt sind es ja ein bisschen weniger. Gehen nochmal hin. Ja, ich habe mittlerweile auch 131 Videos von dem Spiel gemacht, Freunde. Stolze 131 sind es schon. Nice. Freut mich. So, hier ist er jetzt, ne? Der ist der gute Mann hier, den fragen wir jetzt mal. Gerechtigkeit beugt sich nicht zu niemandem, deswegen ist sie gerecht. Achso, der ist das hier. So. Hast du vor dem Gerichtsverfahren gehört? Der Richter glaubt, dass der Angeklagte schuldig ist. Ich trau mich kaum, das laut zu sagen, aber ich habe Mitleid mit dem armen Mann. Wenn es doch nur irgendein Beweis gäbe, der Senaibi stützt, dann könnte er den Richter von seiner Unschuld überzeugen. Ah, das haben wir anscheinend nicht, das Item. Was war denn das hier? War das. Guck mal. Hier, Ruby, mein Sohn wurde wegen eines schweren Verbrechens auf der Gefängnisinsel Frigid eingekerrt. Und seine Frau und ihr gemeinsames Kind mussten für seine Fehler mit ihrem Leben bezahlen. Dieser dumme Junge, ich frage mich, wie es ihm derzeitig wohl ergeht, wo er doch alles verloren hat. Flaschenpost. Diese Personen geben, was sie braucht. Ja. Geil, wir haben eine Quest abgeschlossen, Freunde. Das ist ja, da ist sie ja, die Handschrift meines Sohnes. Die würde ich unter tausend erkennen. Bitte verzeih mir, Mutter, ich war ein Narr. Meine eigene Familie hat mich in den Tod getrieben. Du wirst mir sicher nicht vergeben können. Aber wisse, dass ich es sehr bereue, dich in deinem hohen Alter allein zu lassen. Ich würde dich so gerne sehen. Eigentlich hatte ich eine Flucht für Aussichtslosen gehalten, doch ich habe einen verlässlichen Partner gefunden. Mit ihm schaffe ich es vielleicht. Natürlich ist mir bewusst, dass dieser Brief dich nie erreichen wird, aber nur dieses eine Mal möchte ich an Wunder glauben. So kann ich all meinen Mut zusammennehmen. Weil ich weiß, dass du auf mich wartest. In Liebe, dein törichter Sohn. Oh, wie süß. Ist doch echt goldig gemacht hier. Moment, unten steht noch was. Es tut mir so leid. Ich werde doch nicht zu dir zurückkehren können. Der Partner, von dem ich dir erzählt habe, er muss einfach weiterleben. Er ähnelt mir und ist doch so anders. Das sind wir bestimmt. Das ist Oswald gewesen. Das ist der Typ, glaube ich, der am Anfang, mit dem ich zusammen eingesperrt bin, wo wir die Flucht ergriffen haben, der sich geopfert hat. Ich glaube, der hat vorher noch eine Flaschenpost weggeschickt. Ich glaube, wenn ich ihn rette, wird mir eine verstorbene Familie verzeihen. Tut mir leid, ich bin bis zum Schluss ein Narr geblieben. Oh. So schön, Freunde. So kriegt man wieder eine schöne Geschichte zusammen. Danke, dass du mir dieses Leben geschenkt hast. Mein Sohn war sehr geschickt, vor allem darin, andere zu manipulieren. Aber er hat sich mit den falschen Leuten angelegt und alles verloren. Und jetzt hat er in seinen letzten Momenten jemand anderen beschützt. Der war ich. Also das sind wir mit Oswald gewesen. Vielen Dank, dass du mir diesen Brief gebracht hast. Irgendwie hat er eine Last von mir genommen. Ich dachte, ich könnte meinen Sohn niemals vergeben. Doch wie es erscheint, geschehen Wunder eben doch. Erhalten und Smaragdmesser. Wow. Und somit endet der angespülte Brief. Dann ist es aber nicht die erste Brücke, sondern die zweite, mein Guter. So, dann versuchen wir es mal mit der Frau hier. Ja, das ist die richtige Frau. Was? Du hast eine Zeugin, die die Unschuld des Mannes beweisen kann? Gut, ich werde den Richter informieren. Ach so. Die Zeugenaussage hat bewiesen, dass der Angeklagte zur Tatzeit nicht im Gasthaus war. Deshalb hält das Gericht den Angeklagten für unschuldig. Ein Segen, dank eurer Gnaden.
Jetzt ist das Morgenrot-Armband also auch verschwunden. Genau, wie das Saphir-Diadem. Nein, die Gerechtigkeit wird siegen. Die Diebe des Saphir-Diadems wurden gefasst und hingerichtet. Ihr habt damals das Urteil gesprochen, nicht wahr? Ich muss eingestehen, die Todesstrafe hatte ich nicht erwartet. Es war die einzige gerechte Strafe. Der schwarze Schatz der Königsfamilie wurde nie in den Öffentlichkeit gezeigt, bis diese Verbrecher ihr schmutzigen Hände daran legten und jetzt ist er verschwunden. Und in dem Moment kommt Oswald durch die Türe. Ich bin froh, dass Bianco nicht schuldig verurteilt wurde. Er hat mich gebeten, dir das hier zu geben, als Zeichen seiner Dankbarkeit. Er wollte es dir nicht selber geben, sonst könnte es ja so aussehen, als hätte er dich bestochen. Du verstehst das sicher. Ich bin jedenfalls froh, dass die Wahrheit gesiegt hat. Danke dir. Sehr gerne, mein Freund. Ich war gerade hier in der Gegend, habe ich gedacht, mache ich mal schnell. Nahrhafte Nuss, Olive des Lebens. Sehr schön. Unschuldiger Beweis.